Hallo, willkommen bei einem weiteren Video der Firma Agrotech GmbH. Heute haben wir mal die Location geändert. Wir sind jetzt im Bürogebäude und hinter mir seht ihr ein paar Produkte aus unserem Haus. Alles ist nicht reingegangen ins Regal, aber gut, ein Anfang ist getan. Heute geht es um die Schwurbelmilde Coral ABC. Das Video ist schon vor ein paar Tagen hochgeladen worden, habt ihr sicherlich alles schon gesehen. Erzähle euch was über die Geschichte, warum es 3 Flaschen sind und ja, warum sie so gut funktionieren. Viel Spaß beim Zuschauen. Fangen wir mal mit der Geschichte an. Ja, vor 25 Jahren haben wir die auf den Markt gebracht. Davor haben wir schon einige Zeit experimentiert. Da habe ich mir ein Aquarium gekauft, ein Meerwasser-Aquarium, und alles, was auf dem Markt war, ich war einfach irgendwie nicht zufrieden mit dem ganzen Zeug. Ob es Filtertechnik war, ob es Beleuchtung war, es war noch irgendwie so richtig wüst, es gab nichts Vernünftiges zu kaufen. Und dann bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, dann mische ich mir halt was selber. Und ja, mit dem hat es angefangen. Und dann habe ich mich mit ein paar Chemikern und Bekannten zusammengesetzt und haben wir da Versuche gemacht in verschiedenen Becken und haben das eben die Feinabstimmung. Damals gab es noch keinen ICP-Test oder sonst was, da hat man das alles noch erprobt und ausprobiert, und nachdem wir das dann über ein Jahr die optimale Dosis oder die optimale Mischung gefunden hatte, haben wir es dann auf den Markt gebracht. 3 Flaschen. Wir sind der Meinung, dass man manche Sachen nicht miteinander unbedingt in die gleiche Flasche kriegt oder kriegen soll oder tun soll, weil sie sich unter Umständen miteinander verbinden und eben die Wirksamkeit dann eingeschränkt wird. Damals waren wir die Ersten, wo Schwurbelmilde in 3 Flaschen aufgeteilt haben. Es gab ein paar wenige Firmen, die auch Meerwasserprodukte hergestellt haben. Aber eigentlich Schwurbelmilde war sehr vernachlässigt, und wenn, dann gab es das nur in einer Flasche. Ja, unsere Schwurbelmilde haben so gut funktioniert, dass dann eben verschiedene Firmen auf uns zugekommen sind und wir für die Firmen dann Eigenmarken produziert haben. Die haben dann 1, 2, 3, ABC, Alpha, Beta, Gamma oder wie auch immer geheißen. Ja, da kann ich noch eine Anekdote zu 1, 2, 3 und ABC erzählen. Das war auch der Fischer und Reptil. Das ist schon gefühlt 100 Jahre her. Da ein neuer Mitbewerber ist auf den Markt gekommen, hat ein Aquarium hingestellt. Das sah ganz toll aus. Und ganz drunter ein großes Banner. Kein ABC, kein 1, 2, 3. Und am nächsten Morgen laufe ich in die Halle rein und das Becken hat ausgesehen wie Sau. Die Korallen alle kennt, da habe ich gedacht, ja, mit 1, 2, 3 und ABC wäre das sicherlich nicht passiert. Wir haben jetzt hier die Erdalkali-Metalle, die Metallsalze und die Halogene. Und haben dann auch die verschiedenen Wirkungen. Da kommen wir später noch dazu. Es ist ja nicht so, dass die Spurenelemente praktisch von der gelben Version zu der Nachfolgerversion nicht verändert wurden. Wir bei Agrotech, wir ändern ja so im Schnitt so alle halbe Jahr unsere Rezeptur, oder wird angepasst. Sie wird nicht grundlegend verändert, sondern wird eben angepasst. Wenn ich jetzt daran denke, früher hier zu der Zeit, da gab es ja Abschäume und dann war es eigentlich schon rum und die waren dann nicht wirklich besonders toll. Heute hat man Fließbettfilter, Biofilter, Pelletreaktor, einen Abschäumer und weiß der Herr was alles. Da sind die Wasserwerte eigentlich ganz anders. Da muss man eigentlich ganz andere Spurenelemente ins Wasser einsetzen, weil eben die ganzen Filter eben auch teilweise Spurenelemente rausziehen, oder eben die Korallen sind ganz anders. Früher hat man hauptsächlich Lederkorallen oder Weichkorallen gehabt, vielleicht mal Acropora, da war es schon gut. Heute hat man ja im Prinzip ist heute alles haltbar. Ja, aber immer bevor unsere neue Version rauskommt, wird die natürlich erprobt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie irgendwas reinfüllen und dann verkaufen wir es und dann gucken wir, was passiert, das machen wir nicht. Also bei uns wird alles erprobt, egal ob das jetzt Spurenelemente sind oder ob es Technik ist. Unser oder mein Motto ist eigentlich immer so, ich möchte das Produkt nur einmal sehen. Weil jedes Produkt, wo zurückkommt, wo kaputt ist, das kann es nicht sein. Nachdem wir jetzt diese hier hatten, jetzt kommt die neueste Version. Habt ihr vielleicht das Video schon gesehen? Auf Facebook, Instagram und YouTube. Die Spurenelemente, ja, das Design wurde angepasst, der Inhalt natürlich auch. Nochmal zu A, B und C. Das A ist hauptsächlich für das Wachstum zuständig. Beim B werden die Grüntöne gefördert.
und beim C eben blau, violett, pink und Rottöne. Bei dem neuen ABC haben wir jetzt noch ein paar Zusatzstoffe drin, die wo vorher nicht drin waren. Wir haben natürlich die Dosierung wieder angepasst. Ja, ist noch was dazukommen, um eben Gewebeverluste zu vermeiden. Wir haben einige erfolgreiche Korallenzüchter, die das System benutzen. Auch hier in der Gegend konnten wir erst einen neu dazukriegen, der wo bisher ein anderes Produkt genommen hat und jetzt mit dem eigentlich doch deutlich zufriedener ist. Oft werde ich ja gefragt, was jetzt der geheime Zusatz ist, aber das sage ich nicht. Das ist unser Betriebsgeheimnis. Man sieht hier nochmal drauf die Ereignisse, für was die Spurenelemente sind, für die besseren Farben, fürs Wachstum und für die Polypenextension, für welche Art von Korallen sie anzuwenden sind. Heißt ja, das ABC der erfolgreichen Meerwasser-Aquaristik ist ein ganz alter Spruch, gilt aber immer noch. Wichtig beim ABC-System ist es, dass man eben alle drei Flaschen oder alle drei Produkte kombiniert anwendet. Also man soll diese drei zeitversetzt dazugeben, nicht alle zusammenmischen in einen Messbecher und dann reinschütten. Da verbinden sie sich unter Umständen, also man sollte sie schon getrennt zugeben. Und wenn euch eure Korallen was Gutes tun wollt, dann nehmt ihr noch die vierte Flasche dazu, das Vitamin OM. Da sind Vitamine und Aminosäuren drin, wo das Ganze ganze Abrunde dann noch. Das Beste wird sein, ihr versucht selber in eurem oder probiert selber in eurem Aquarium aus, ob ihr zufrieden seid. Könnt ihr uns ein Feedback geben, ob sich was verändert hat, ob ihr gerade besser wachsen wie vorher. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sicherlich habt ihr vielleicht auch das eine oder andere gelernt. Und ihr könnt uns abonnieren auf Facebook, Instagram oder YouTube. Ja. Viel Spaß bei den alten Videos gucken und es kommen sicherlich noch neue in nächster Zeit und sonst einen schönen Tag noch und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.